Ah, YouTube nochmal. Ja, danke noch für das Verständnis, dass ich gerade unter mein erstes Video löschen musste, weil meine Freundin, also die Isa, mich angerufen hat. Ich habe ihr nämlich gefragt, so spaßhalber, ob mir das Fantreffen halt auch besonders Mädchen-Fantreffen und auch Jungs-Fantreffen, das ist mir egal, Hauptsache Fantreffen, bei mir nicht zu Hause machen, hier in meiner Straße, weil ich möchte gern einem Arschloch in meiner Wohnung unten in der Mitte zeigen, dass ich beliebter bin als er, weil er ist ja nur eifersüchtig, dass ich ein Mädchen habe, also eine Freundin habe und er nicht kriegt. Ich kann euch auch sagen, warum. Das ist jetzt eigentlich Cybermobbing, aber das interessiert mich nicht, weil er tut mich bedrohen und auch mobben. Er tut sich kaum waschen, scheißt sich eher ins Bett, wäscht sich einmal im duscht oder bezieht sein Bett nur einmal im Jahr. Da sind so viele Kackflecken. Sorry, dass es sein, also euch das so jetzt ekelhaft vorstellen müsst. Aber egal. Und da habe ich gedacht, komm, das wäre doch eine geile Idee, wenn ich einen Weiber mal einlade, halt meine Fans, beziehungsweise nur Mädchen-Fan-Treffen mal ist, wo meine Freunde dabei sind, die ich persönlich schon seit klein auf kenne oder länger kenne, wie zum Beispiel meine Freundin und meine andere Freundin, die Maria und eine Melanie und ein Pascal da sind, dass sie halt beziehungsweise auf mich aufpassen, dass ja nichts anderes passiert, außer dass Fantreffmäßig chillen, quatschen, Playstation, ein bisschen laut Musik und was auch immer, dass man zeigt, dass man mich, sich mit meiner Familie, mit meiner CK-Family, CK-Armee nicht anlegen sich soll. Ja, und alles, aber egal, sorry jetzt nochmal, dass sich auch lange Zeit nichts mehr von mir gehört hat, persönlich mein Gesicht nicht gesehen habe, weil ich hatte familiärische Probleme. Auf der Arbeit gab es Probleme, beziehungsweise in der Arbeit gab es Probleme. Ist aber jetzt alles geklärt. Ich darf jetzt offiziell wieder arbeiten. Hier oben in Auli, in einer Holzverarbeitungsfirma. Oder, ja, besser gesagt als Schreinerei. In einer Schreinerei hier im Stift. Ja, was mache ich noch? Da hat mich ja der Dom Schacker, hat mich ja mal auf meinem letzten Video gefragt, wo ich gesagt habe, ich hätte 135 €, nee, habe 135 € in einen 5-Euro-Scheinen, aus 5-Euro-Scheinen, so wollte ich sagen, gespart, hat er mich ja mal gefragt, ob ich weiterhin spare oder ob das weiter jetzt das erste und das letzte Mal war. Nein, es wird nicht das letzte sein. Ja, ich spare noch weiter. Eine Dose ist, wie gesagt, noch wieder voll. Eine kleine 5-Euro-Spardose, eine 1-Euro-Spardose aus dem Teddy, die ist fast wieder voll. Und Klaus Kleber, ja, das solltest du auch anfangen, weil du siehst, das geht ratzfatz, hast du mal 135 € oder halt mehr oder mal 500, was auch immer, wie lange du halt sparen willst. Ich spare jetzt schon seit ein halbes Jahr, ja, sogar glaube ich schon 2 Jahre, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube ein halbes Jahr oder sogar jetzt ein ganzes Jahr schon. Und ja, das ist eigentlich ratzfatz. Wie gesagt, geht es sehr schnell. Und was noch? Ja, momentan habe ich halt auch noch ein bisschen so Hausprobleme, weil ich einfach null Bock habe auf irgendwas. Habe irgendwie keine Lust auf irgendwas, aber ich gehe trotzdem arbeiten. Darauf habe ich Lust. Ja. Irgendwas wollte ich, habe ich noch, ach ja, mein Laptop ist wieder da, den habe ich ja zum Reparieren geschickt, sonst habe ich eigentlich nichts. Ach ja, was findet ihr eigentlich unten im Keller zum Beispiel? Habe ich einen Gewölbekeller, den will ich verputzen und eine Partyraum machen. Findet ihr bestimmt schön, oder? Eine geile Idee, oder? Und was seid ihr, habt ihr eigentlich, welche Vorbilder habt ihr? Ihr könnt mir ja das mal in den Kommentaren schreiben, wer eure Vorbilder sind. Meine sind zum Beispiel für Karate oder so, denn Chuck Norris und Jackie Chan sind meine Vorbilder bei Karate und Selbstverteidigung. Und sonst habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, selbst nicht viele Vorbilder. Ja, was noch?
Jetzt am Sonntag, also der 6. Mai, hat meine Freundin, also die Frau Roth, also Isabella Roth, Geburtstag. Wird 20. Boah, sonst habe ich ehrlich gesagt wirklich nicht viel mehr zu sagen, weil ich halt immer noch ein bisschen schräg drauf bin. Meine Seele ist immer noch ein bisschen kaputt. Halt wegen der Familiensache. Ja, viel Lust habe ich immer noch nicht, so viele Videos zu machen. Aber ich verspreche euch, die Videos kommen und gehen, werden nie gehen. Ich werde immer mehr wieder machen. Lasst mir aber halt, wie gesagt, sehr viel Zeit. Und stellt mir doch mal eure Fragen auf Instagram, falls ihr mich da geaddet habt oder so. Was ich denn, wo ich dann auf einem YouTube-Video beantworte. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auf einen Daumen hoch freuen. Das ist ja klar. Würde ich mich natürlich immer. Und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich, dass ihr nichts verpasst. Bitte tut mir auch den Gefallen. Tut die Glocke aktivieren, dass ihr auch wirklich jedes Video von mir sehen könnt. Dass ihr jedes Video nicht verpasst und auch benachrichtigt wird. Und schreibt mir in den Kommentaren halt, welche Vorbilder ihr habt oder was ihr so macht am 1. Mai gemacht habt oder so. Ja, sonst habe ich eigentlich wirklich nichts mehr. Das war's. Ciao! Er ist der Schlimmste von allen.